Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video, wie man schon gesehen hat, ist Mia der Superstar. Gibt es nicht wirklich jemanden, der Mia Superstar heißt? Ja, sie ist die Hauptperson in diesem Video. Sie wurde letzten Donnerstag kastriert oder halt sterilisiert und kann keine Kiddies mehr kriegen. Dieser Korn bleibt die nächsten 10 Tage drauf und Junge, habe ich jetzt keinen Bock mehr auf die restlichen, was, 3? Es sind echt nur noch 3 Tage und ich habe es mal dokumentiert, was sie bis jetzt gemacht hat. Wir haben uns auch einen schönen Sonntag zusammen gemacht, ich gepuzzelt habe und sie einfach neben mir richtig zugedröhnt lag und mich ab und zu angeschaut hat mit ihren Haaren, Augen. Das habe ich ein bisschen dokumentiert, was sie so macht. Ich habe nicht die Nächte dokumentiert, in denen sie mich wach hält. Denn ich wirklich ohne Witz, das war manchmal so 4 Uhr in der Nacht, das ist bis heute immer noch so. 4 Uhr in der Nacht liege ich da, wach plötzlich auf, weil ich einfach so eine raue Zunge auf dem Cone höre. Das ist sehr, sehr laut. Und dann bin ich auch so, ich drehe mich noch um und versuche ihre Zunge, also ihr Kinn abzufangen, damit sie aufhört, ihre Zunge an den Cone zu reiben. Und ich habe wirklich keine Zeit, in der Zwischenzeit die Kamera zu holen. Also, hier, schaut mal her, sie ist eine nervige Bitch. Nein, ich versuche mal wieder einzuschlafen. Das ist so ein kleines Video, da ich auch wirklich gerade... Ich habe nicht mal mehr Zeit zum Streamen. Also, ich bin ja eigentlich auf Twitch aktiv. Ich habe so viel Schiss zu streamen und sozusagen komplett gefokust sein auf etwas, dass ich sie halt nicht mehr sehe, weil das habe ich einmal gemacht. Das war an ihrem ersten Tag wieder zurück. Und Junge, die hat versucht, auf das Bett zu krackeln. Das Bett geht einfach so bis zur Oberschenkelhöhe. Hätte sie nicht machen sollen, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst, keinen Fokus auf sie zu legen und was anderes zu machen, als auf sie aufzupassen. Deswegen streame ich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt auch kein krasses Video da, sondern einfach nur eine kleine Doku, was die kleine Dame die letzten paar Tage getrieben hat. Ja, und ich hoffe, es gefällt dir. Ja, genau. Viel Spaß mit dem Video.
so darunter springen. Warum bist du so? Du tust dir nur weh. Ja. Ja, wir waren jetzt heute nochmal beim Tierarzt, weil sie ein bisschen mit der Hinterpfote hinkt. Aber der Tierarzt hat gemeint, das ist selten, was sie da hat. Aber wir müssen uns jetzt nicht Sorgen machen. Da hat anscheinend, als sie die Spritze gesetzt haben, die anscheinend was getroffen und deswegen ist sozusagen, es kann da jetzt was anschwellen und ja, aber das sollte sich bald beruhigen. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat. Die legt auch komplett ihre Pfote ab, also halt wirklich auf dieses ganze Bein, was sie halt eigentlich nie macht. Aua, das waren meine Knochen. Aber ja, Fia geht schon, also sie weint auch nicht. Also sie hat keine Schmerzen bei dieser Pfote. Nee, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, geh mir. Hast ja gut ein paar Tage schon überstanden. Ja.